und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der beliebten Kategorie Klassiker fürs Grillfest. Der Sommer steht an, es wird wieder jede Menge gegrillt und dazu gehört natürlich nicht nur Leckeres überm Feuer, sondern auch Beilagen. Ob das jetzt Salate sind, ob das Pasten sind oder wie heute ein wirklich leckeres Partybrot. Ich mache heute für euch im Thermomix oder mit Hilfe des Thermomix ein Kräuterbutter-Zupfbrot. Was für eine Wortschöpfung. Wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Zuerst machen wir einen Hefeteig und dazu habe ich hier zwei Päckchen Trockenhefe schon mal aufgemacht und reingefüllt, dass ihr das sehen könnt. Ihr könnt auch einen Würfel frische Hefe nehmen. Außerdem braucht ihr noch einen halben Teelöffel Zucker, den habe ich jetzt hier der Einfachheit halber schon mal mit reingemacht. Das Ganze kommt in unseren Kessel. 300 Milliliter Wasser. Und nun wird das Ganze erwärmt. 2 Minuten auf Stufe 2 auf 37 Grad. Das ist die Temperatur, die die Hefe braucht, um aktiviert zu werden. Nachdem unsere Hefe aktiviert wurde, kommen die weiteren Zutaten für unseren Hefeteig hinzu. Als da wären 600 Gramm Mehl. Ich bin mal gespannt, ob ich das jetzt ohne Unfall hier reinbekomme, weil bei mir staubt Mehl immer irgendwie. Und da muss man vorsichtig sein. Ach, ist doch was daneben gegangen. Immer geht bei, jetzt ist auch egal. Es geht immer, bei Mehl geht bei immer was daneben. 50 Gramm Öl kommen noch dazu und 2 Teelöffel Salz. Das Ganze kneten wir jetzt zum Teig oder lassen es zum Teig kneten in der Teigstufe und zwar 2 Minuten und dann melde ich mich wieder, wenn es soweit ist. Unseren Hefeteig entnehmen wir jetzt aus dem Kessel. Ups, das sieht schon mal sehr gut aus. Ist immer so ein Adventure, das rauszubekommen. Für sowas habe ich ja hier diesen Teigtwister, den habe ich euch ja auch schon mal vorgestellt. Da bekommt ihr wirklich jeden Krümel des Teiges raus. Zack. Jo. Und das Ganze, oh, ich mag das, wenn der Hefeteig noch so schön warm ist. Rollen wir jetzt aus hier auf unserer Backmatte. Ich knete das noch einmal durch und dann machen wir da ein Rechteck draus, so von etwa 30 cm. Ich mag diese Matte wirklich, weil hier, Leute, da ist so eine Skala drauf. Da weiß man genau, 30 cm. Kann man ja dann gucken. So, wie gesagt, noch einmal kurz durchkneten. So, kannst hier anlegen. Ne, oder hier, das sind auch 30 cm. Ich rolle das gar nicht aus, ich drücke das aus. Aber es gibt das gleiche Ergebnis. So, 30 cm Rechteck, einigermaßen gleichmäßig. Warte. So, das sind ungefähr 30 mal 30. Stellen wir kurz zur Seite und dann machen wir unsere Kräuterbutter. Was ich auch schon mal gemacht habe, ist den Ofen auf 200 Grad vorgeheizt und ich habe eine Springform bereits eingefettet. Ich habe eine Zwiebel halbiert, die kommt jetzt in unseren Kessel. Außerdem eine Zehe Knoblauch und weil es Kräuterbutter heißt, natürlich auch Kräuter. Basilikum habe ich, 3 Stangen Basilikum habe ich abgezupft. Dann haben wir Petersilie. Und das reicht mir jetzt erstmal. Ihr könnt natürlich auch andere Kräuter da reinmachen, was ihr im Garten habt. Ja, ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass man da ein bisschen Koriander oder was auch immer, was euch schmeckt, was ihr da habt, Kerbel, keine Ahnung, schmeißt rein, wonach euch ist. Und das Ganze zerkleinern wir 8 Sekunden auf Stufe 5. Ah, die Zwiebel war ziemlich groß. Ich glaube, ich gehe nochmal rüber. Ja, da sind doch noch ein paar sehr große Stücke drin. Zwiebeln, oh Mann, das war nicht nur eine große Zwiebel, sondern eine sehr intensive. Holla die Waldfee.
Ich habe mal gehört, man muss einen Schluck Wasser im Mund behalten, dann tränen die Augen nicht. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich habe es probiert, das funktioniert wirklich. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt einen Schluck Wasser in den Mund nehme, versteht ihr mich nicht mehr. So, ich mache einfach noch mal ein paar Sekunden. So, jetzt sieht es besser aus. Jetzt sieht es besser aus. Mein lieber Mann, darf ich gerade den Kopf drüber halten. 120 Gramm Butter habe ich in Stücken schon vorbereitet. Die ist jetzt mittlerweile auch schön weich, dass der Kessel nicht so viel Arbeit hat. Außerdem kommt noch ein Teelöffel Salz dazu. Das mache ich jetzt hier aus der Mühle. Bisschen nach Augenmaß. Und das Ganze wird jetzt 25 Sekunden auf Stufe 6 miteinander vermischt. Damit ist unsere Kräuterbutter dann fertig und ihr könnt natürlich diese Kräuterbutter auch ganz normal als Kräuterbutter verwenden. Die müsst ihr dann nochmal in den Kühlschrank stellen, dass die fest wird. Unsere braucht jetzt nicht fest zu sein. Es ist auch ganz gut, dass sie nicht fest ist, denn wir werden jetzt unser Teigquadrat mit dieser Kräuterbutter bestreichen. So. Ich lege das jetzt einfach mal hier drauf und dann bestreiche ich das gleichmäßig irgendwie mit irgendwas aus Silikon. Das ist ganz schön viel Kräuterbutter für so ein bisschen Teig. Na gut, irgendwie muss man das ja nachher noch falten. Ich habe gehört, das soll ganz einfach sein. Hat man mir gesagt. Mal sehen, ob ich das auch so einfach hinbekomme. Ja, guck mal, das ist doch optimal. Das ist doch optimal. So, wir schneiden jetzt unser Rechteck in Streifen, so etwa 5 cm breite Streifen. Ach, das ist so schön, hier kann ich genau ansetzen, da werden die alle 5 cm breit hier. Das ist super. Und dann wird das Ganze ziehharmonikaförmig in unsere Springform ganz dicht nebeneinander gelegt. Ich lasse die Endstücke erstmal kurz raus. Ziehharmonika heißt einfach so Wellenlinien falten. Ja. So, jetzt habe ich das Endstück auch noch in die Auflaufform gemacht. Es ist echt ein bisschen Sauerei hier, aber gut, das steht auf jeden Fall alles nebeneinander. Die Springform ist jetzt nicht ganz voll. So sieht das jetzt bei mir aus. Ihr könnt das natürlich auch in Auflaufform machen, das ist alles das gleiche. Wichtig ist nur, dass ihr jetzt euch die Hände wascht und 15 Minuten den Teig gehen lasst. Bis gleich. So, unser Zupfbrot ist jetzt ordentlich gegangen. Ich richte das jetzt mal noch mal ein bisschen aus, damit das schön auch in der Form ausgeht. Und wir stellen das Ganze jetzt in den Backofen für 25 bis 30 Minuten. Wichtig ist, dass ihr es auf ein Backblech stellen solltet, denn da kann natürlich was rauslaufen. Ist ja klar, Springform ist ja nicht komplett dicht. Bei der Auflaufform ist es, glaube ich, egal. Also ab in den Backofen. Wir sehen uns in 25 bis 30 Minuten. Ich behalte es im Auge. Sehen wir uns wieder und schauen uns an, wie es geworden ist. Bis gleich. So, es sind jetzt 28 Minuten vergangen. Ich habe vor 3 Minuten schon mal reingeschaut, habe gedacht, vielleicht braucht es noch ein bisschen. Aber wenn ihr das hier riechen könnt, dann könnt ihr euch vorstellen, ich kann es kaum noch aushalten. Ich hole das jetzt aus dem Backofen, unser Kräuterbutter-Zupfbrot. Und oh, gut, dass wir das auf dem Backblech gestellt haben, weil da ist natürlich jede Menge von der Kräuterbutter rausgelaufen. Und Leute, 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 das sieht richtig gut aus. Ein schönes Partygericht. Ich mache mal den Backofen noch mal zu, der braucht jetzt hier nicht zu heizen. Doch, also das ist wirklich, wirklich klasse. Mir gefällt das Ergebnis sehr gut. Wobei ich ehrlich bin, ich bin nicht so der Hefeteig-Experte. Ich hoffe auch, dass es schmeckt. Das kann ich jetzt eigentlich auch noch nicht überprüfen. Das ist einfach noch zu heiß. Ich habe gerade gedacht, vielleicht hätte man auch noch so ein bisschen Kräuterchen so drüber streuen können, damit das
etwas bunter oben aussieht, aber es riecht fantastisch. Und das Schöne ist, da kann jeder sich so rausholen, wie er will. Man lässt das einfach so in der Form, wird dann abends auf den Tisch gestellt und dann kann jeder sich das nehmen, was er möchte. Cooles Rezept, bin ich ganz ehrlich, und vor allen Dingen super schnell gemacht. Kräuterbutter-Zupfbrot. Ja? Ich bin begeistert. Ich glaube, das werde ich jetzt öfters machen. Ich hoffe, ihr probiert es auch mal aus. Wenn, dann hinterlasst mir doch mal einen Kommentar, wie es euch geschmeckt hat, wie es gelaufen ist oder ob es irgendwelche Rezeptvarianten, Vorschläge von euch gibt. Ich freue mich, euch im nächsten Video wieder zu sehen oder wenn ihr mich im nächsten Video wieder seht, so würde es eigentlich richtig heißen. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit. Ciao.